Haben Sie denn dann eher Zweifel daran, dass die Strategie die richtige sein wird für die Kampfjets oder weil die Trainings ja doch sehr verkürzt sind im Vergleich, dass man die Kampfjets so nicht voll einsetzen kann, weil man es einfach nicht richtig gelernt hat? Nein, es ist natürlich auch eine Frage. Ich meine, wir haben eine 1200 Kilometer lange Front und es werden viele F-16 geliefert im Vergleich zu den Panzern. Wir wissen aber nicht, ob sie alle zusammengeliefert werden oder erst peu à peu. Aber auch diese 50 oder 52, die wir jetzt zusammenzählen mit den Niederlanden, mit den Dänen und ich glaube den Griechen, die sind natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein auf einer 1300 Kilometer langen Front. Deswegen ist die Frage, werden sie gebündelt eingesetzt, werden sie konzentriert eingesetzt oder werden sie über den gesamten Frontabschnitt eingesetzt? Das müssen wir dann abwarten und dann sehen wir, welche Effekte das erzielen wird.